Fans sauer, Kathi Priese will dreckige Babysachen verkaufen. Damit hat sie sich wohl ein Eigentor geschossen. Eigentlich wollte Kathi Priese, 39, auf der Online-Auktionsplattform eBay einfach nur einige gebrauchte Klamotten ihrer Kinder verkaufen, um sich ein paar Pennies dazu zu verdienen. Als zusätzliches Geschenk für ihre Fans sollte es zu jeder Bestellung auch eine handgeschriebene Autogrammkarte des ehemaligen Boxenlüders geben. Doch ein angeblich dreckiger Barbie-Body bescherte jetzt mächtig Ärger. Sie hat 5 Kinder zwischen 3 und 15 Jahren, klar, dass die auch schnell mal aus ihrer Kleidung herauswachsen. Da wollte es die 39-Jährige genauso machen, wie viele andere Mütter auch und die getragenen Sachen im Internet verkaufen. Auf ihrem Instagram-Account bewarb eine der Auktionen dann auch noch, die eines Armani-Bodies mit einem kleinen Barbie-Spielzeug dazu. Die Fans rasteten beim Anblick des weißen Kleidungsstücks aber geradezu aus. Dieser Artikel sieht furchtbar aus, das sieht dreckig aus, ein verdreckter Barbie-Body oder völlig kaputt und zerknittert, dies sind nur ein paar der Kommentare. Von ihrem Social-Media-Profil entfernte die TV-Lady das Bild sofort. Auf der Auktionsplattform kann man für den Body allerdings noch immer bieten. Immerhin schon 7 Personen haben den Preis bisher, Stand 5. März, 16 Uhr, auf 20 Pfund, rund 22 Euro, getrieben. Findet ihr den Body auch so dreckig? Stimmt ab.